Genau. Ich stehe dauernd unter Strom, ist eine Aussage, die der eine oder andere vielleicht schon über sich selbst getätigt hat. Und wenn nicht, haben wir diese Aussage mit Sicherheit schon mal von jemandem gehört. Diese Aussage ist eine sehr repräsentative Bestandsaufnahme unserer Gesellschaft, die oft von einem Termin zum nächsten läuft. Und wenn dies nicht der Fall ist, sich mit dem Medienkonsum selber unter Strom stellt. Wahrscheinlich kennen wir das auch sehr gut, wie es ist, dauernd unter Strom zu stehen. Und oft ist es ja auch gar nicht die Termindichte, die uns unter Strom stellt und uns vielleicht schlaflose Nächte beschert, sondern oft sind es auch Sorgen über die Zukunft, vielleicht auch Ängste bezüglich der finanziellen oder beruflichen Situation. Etwas Positives hat das Ganze ja, man hat immerhin keine Langeweile. Aber die andere Seite ist, dass wir unruhig werden. Ja, vielleicht sogar rastlos und getrieben. Und da stehen wir vor der Frage, wie komme ich zur Ruhe? Das ist einmal dazu zur Frage von Lukas. Wie komme ich zur Ruhe? Und da gehe ich stark davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, der sich diese Frage stellt. Oder ich hoffe es, weil dann habt ihr sonst nichts davon. Nun könnte man zur Stressbewältigung diverse Methoden vorschlagen. Sport als körperlicher Ausgleich, Spaziergang im Grün, um mal abzuschalten, etwas Me-Time, um sich selbst zu reflektieren. Die Frage ist aber, wenn wir zu diesen Methoden greifen, welche Qualität hat das Ganze? Welche Qualität hat diese Ruhe, die durch diese Methoden kommt? Und wie lange hält sie an? Und ganz ehrlich, wenn ich zum Beispiel finanzielle oder existenzielle Sorgen habe, wird keine dieser Methoden mir wirklich Ruhe geben. Und so stehen wir immer noch vor der Frage, wie komme ich zur Ruhe? Wer oder was gibt mir diese in einer immer unruhigeren und bedrohlicheren Zeit? Und um diese Frage aufzunehmen, nach Möglichkeit auch zu beantworten, möchte ich die Verse 28 und 29 aus Matthäus 11 vorlesen. Dort sagt Jesus zu uns und zu seinen Jüngern und auch zu den umstehenden Pharisäern und zum restlichen Volk: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Die Elberfelder sagt euch auch, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Vorab muss man ganz klar klären, Jesus sagt hier ganz deutlich, dass er Ruhe geben möchte und es auch tun wird. Eine ganz wichtige Voraussetzung, um wirklich zur Ruhe kommen zu können, ist, dass man sich eingesteht, dass man mit Sünden beladen ist, und das ist jeder Mensch von Natur aus. Das heißt, wer mühselig, das heißt abgeplagt und zerschlagen, mit Sünde beladen wie ein Frachtschiff, dafür steht das Wort beladen, unter einer großen Last ist, der soll zu Jesus kommen, um von ihm Ruhe zu bekommen. Jesus befreit und gibt Erleichterung von der Last der Sünde. Ebenso gelten diese Worte aber auch denen, die mit ihrer Sünde schon zu Jesus gekommen sind und Befreiung von ihrer Sünde bekommen haben. Wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann merken wir, dass auch wir oft mühselig und abgeplagt und beladen, wir unter großem Druck sind. Und auch wir brauchen immer wieder die Ruhe, die nur Jesus uns geben kann. Nur wie sieht diese Ruhe aus? Was meint Jesus mit der Ruhe in diesen Versen? Und damit komme ich zum ersten Punkt. Erstens das Verstehen der Ruhe. Es gibt vier deutsche Definitionen und eine davon sagt, durch keine Erregung gestörter Zustand des seelischen, wir könnten noch einsetzen, geistlichen Gleichgewichts. Man könnte auch sagen, dass die Ruhe ein innerer Frieden ist. Und es gibt meines Wissens nach drei Worte für Ruhe im Neuen Testament. Das eine ist Katapausis in Griechisch, das ist die endgültige Ruhe, die wir in der Ewigkeit haben werden. Dann gibt es die Anesis und das ist die Erleichterung. Zum Beispiel ist es bildhaft für das Nachlassen angespannter Bänder oder Saiten. Daher bedeutet es meist die Entspannung oder Erleichterung, welche dann eintritt, wenn unangenehme Zustände oder Druck nachlässt. Sei es eine äußere Situation, die auf uns Druck ausübt, ist nicht mehr vorhanden. Deswegen haben wir Erleichterung, deswegen haben wir Ruhe. Da kommt es automatisch zu einem entspannteren Zustand. Und dann das Wort Anapausis, das Jesus hier in den Versen 28 und 29 verwendet. Und dieses Wort ist ein Synonym für Anesis, aber mit dem Unterschied, dass hier nicht zwingend die Erleichterung von außen kommen muss. Das heißt, diese Drucksituation, die eigentlich mal da war, geht nicht einfach vorbei. Diese Ruhe kann da sein, Anapausis, auch wenn Druck und Anfechtungen von außen da sind. Auch wenn diese äußere Situation, die uns so beladen, mühselig macht, immer noch vorhanden ist. Dieses Wort steht für Ruhe, Erleichterung als Regenerationszeit vor erneuter Arbeitsaufnahme. Und es geht darum zu ruhen, um gerüstet sein für zukünftige Aufgaben.
Und hier haben wir eine sehr interessante Etymologie. Das Wort kommt nämlich vom Brachliegenlassen eines Feldes, damit es sich erholen kann. Und wir wissen, dass wenn ein Feld dauernd besät und beerntet wird, ohne Pause, dass es nach einer Zeit keine Frucht mehr gibt oder nur noch sehr rar Früchte gibt. Irgendwann sind die Nährstoffe des Bodens aufgebraucht. Deswegen muss es zwischendurch gedüngt werden. Und in den Regionen der Welt, wo das nicht getan wird, wird es einfach ein Jahr liegen gelassen. So war das zum Beispiel auch im Alten Testament. Und hier finden wir auch die Notwendigkeit der Ruhe. Wenn wir nicht die Ruhe von Jesus immer wieder für uns bekommen, werden wir ausgelaugt sein. Wie ein Boden, der nie gedüngt wurde oder mal zur Ruhe gekommen ist. Darum ist das zur Ruhe kommen für uns als Christen auch so wichtig. Und hier ist die Redewendung, in der Ruhe liegt die Kraft, keine ausgelutschte Floskel mehr, sondern Tatsache. Man kann hier noch ein sehr interessantes Bild hinzuziehen. Das kommt aus dem Bodybuilding. Vielleicht nicht besonders prädestiniert für eine Jugendstunde, aber es bietet ein echt gutes Bild. Bodybuilding besteht aus drei großen Bereichen: Training, Ernährung und Regeneration. Und das Interessante dabei ist, dass der Muskel nicht in der Trainingsphase wächst, auch nicht in der Ernährungsphase, sondern immer dann, wenn er sich regeneriert. Das heißt, der Muskel wird während des Trainings durch Anspannung und Dehnung bis an die Grenze belastet, so wie wir oft in unserem Leben. Dann braucht er aber Ruhe, bevor es wieder ins Training geht, um neue Reize zu setzen. Also diese Ruhe als regenerative Phase vor erneuter Arbeitsaufnahme. Kann man sich vielleicht als Bild damit eine Eselsbrücke bauen. Wir finden bei dieser biblischen Ruhe, die Jesus hier anspricht, eine Komponente, welche im deutschen Sprachgebrauch meistens bei dem Wort Ruhe nicht mitschwingt. Es kommt eine anschließende, eine darüber hinausgehende Perspektive dazu. Diese Ruhe hat eine Konsequenz, einen weiterführenden Zweck. Es geht nicht um das Ruhen im Sinne von passivem Nichtstun. Also für alle, die sich jetzt nur entspannen wollten, ist es wahrscheinlich eine Enttäuschung. Und besonders ruhig wird es vielleicht auch nicht. George Whitfield hat mal gesagt, I would rather wear out than rust out. Ins Deutsche frei übersetzt, lieber verbrennen als verrosten. Und wörtlich übersetzt, lieber ich nutze mich lieber ab oder ich verschleiße lieber als zu verrosten. George Whitfield hat sein Leben lang hart gearbeitet und sich wirklich abgenutzt, um das Evangelium zu verkündigen. Er ist im Alter von 55 Jahren als körperlich verschlissener Mann, wirklich gesundheitlich schwer angeschlagen, gestorben. Hat aber in seinem Leben immer wieder die Ruhe und die Kraft bei seinem Herrn gefunden, um weiterzuarbeiten und wirklich äußerst produktiv zu sein. Ein paar Stunden vor seinem Tod hat er noch zum letzten Mal gepredigt in einer körperlich sehr schlechten Verfassung und laut einiger Zeugen soll das wohl die mächtigste Predigt sein, die er je gehalten hat. George Whitfield ist ein eindrückliches Beispiel dafür, dass innere Ruhe, welche von Jesus kommt, keine körperliche Entspannung zufolge haben muss. Er war auch nicht passiv. Ganz im Gegenteil, ziemlich aktiv sogar. Ich möchte noch einen wichtigen Aspekt der Ruhe hervorheben, bevor ich zum zweiten Punkt gehe. Ruhe kann ich niemals aus mir selber heraus schaffen. Es geht nicht. Wie soll ich von Natur aus sündiger Mensch mir selber Ruhe verschaffen, wenn ich doch nicht mal selber verhindern kann, dass die Umstände um mich herum mich in Unruhe bringen und mich unter Druck setzen? Deswegen ist es so wichtig zu betonen, dass wenn ich zur Ruhe im geistlichen Sinn kommen möchte, ich Ruhe bei jemandem suchen muss, der sie mir geben kann. Wenn ich zur Ruhe kommen möchte, dann werde ich immer zu einem Empfangenden. Ich tue im übertragenen Sinn die Hände auf. Deswegen müssen wir uns jetzt fragen, wie kommen wir zur Ruhe? Und dazu gehört der zweite Punkt, das Abgeben der Unruhe. Hier haben wir eine Überschneidung, besonders mit dem Thema Sorgen abwerfen. Sorgen, Ängste, Zweifel, diese Dinge haben alle die Konsequenz, dass sie Unruhe in uns verursachen. Das große Problem, welches wir hier haben, dass uns der Blick auf Gott verstellt wird, dazu haben wir auch eine sehr gute Predigt am Sonntag gehört, am vergangenen Sonntag. Wir erkennen durch den ganzen Druck, die Sorgen, die Ängste nicht mehr unseren Schöpfer, der doch über allem steht. So wie Hiob, der in seinem Leid den Tag seiner Geburt verflucht und den Tod herbeisehnt und damit völlig verkennt, dass Gott sein Schöpfer ist und ihn am Leben hält. Und sein Leben auch in der Hand hält. Die Frage ist jetzt, was macht uns in unserem Leben unruhig? Welche Situationen sind in unserem Leben vorhanden, die uns unter Druck setzen, die uns unter Sorgen setzen, die uns die in uns innere Unruhe verursachen? Manchmal kann es die Unruhe durch die Masse der Aufgaben und Verpflichtungen sein. Da hat man auf der Arbeit einen ganzen Haufen Aufgaben und muss seine Leistung auch bringen. Und nach der beruflichen Arbeit warten noch Arbeiten zu Hause, die auch zeitnah erledigt werden müssen. Und außerdem ist auch noch der Dienst in der Gemeinde, welcher auch gut gemacht werden sollte.
dann schafft man es, sich in einer ruhigen Minute mal zu sammeln und seine Aufgaben ein bisschen einzuteilen. Und dann ruft Lukas an und fragt, ob man ein Jugendthema machen kann. Da hat sich die Themenwahl praktisch erledigt. Das auch nochmal zur Eingangsfrage. Das ist jetzt ein recht mildes Beispiel, aber es macht, denke ich, klar, dass man auch vom ganzen Druck und den Aufgaben erstmal zur Ruhe kommen muss. Und da haben wir die Herausforderung, höchst flexibel zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Einerseits wollen wir mit vollem Eifer bei unseren Aufgaben sein und da haben wir oft ein sehr spannendes Leben und sind häufig auch sehr beladen und innerlich wahrscheinlich dann auch getrieben und ruhelos. Andererseits wollen und müssen wir dann auch mal abschalten, zur Ruhe kommen. Da würden wir uns gern entspannen. Also müssen wir diesen Spagat zwischen Anspannung und Entspannung irgendwie hinbekommen. Wir müssen diese Anspannung an der richtigen Stelle entzerren, um die Unruhe abzugeben oder gar nicht erst unruhig zu werden. Und manchmal entzerren sich die Situationen selbstwirksam, weil die äußeren Umstände es hergeben, zum Beispiel dadurch, dass einige Aufgaben dann endlich abgehakt sind. Dann tritt also die Erleichterung im Sinne von Anesis ein, dann ist die Ruhe eingekehrt, die durch Erleichterung von äußeren Umständen erfolgt. Oft ist das aber nicht der Fall, im Gegenteil. Wenn etwas kommt, dann alles auf einmal und man ist an seinen Grenzen. Genau da braucht man jetzt die Anapausis, die Ruhe, die Jesus in seinen Versen, in seinen Worten dort anspricht. Die Ruhe, in der man sich regeneriert und neue Kraft bekommt, um weitere Aufgaben in Angriff zu nehmen, um das Leben weiterzuleben als Christ. Und hier ist es so hilfreich, von Paulus zu lernen, wie er mit so vielen Herausforderungen gleichzeitig umgegangen ist. 2. Korinther 11, 25 bis 28, dort zählt er auf, in was für Herausforderungen er überall war in seinem Aposteldienst. Er sagt dort, dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße. Zu alledem der tägliche Andrang zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Wir können auf jeden Fall sagen, dass Paulus mit seiner Aposteltätigkeit eine sehr anspruchsvolle Aufgabe hatte. Er ist recht, wenn man hier sieht, mit wie vielen Gefahren diese verbunden war. Sehr oft hat er nebenbei noch selber für seinen Lebensunterhalt sorgen müssen, um den Gemeinden nicht zur Last zu fallen. Dann noch schlaflose Nächte, Wind und Wetter, Hunger, Kleidungsmangel und obendrauf die Sorge um die Gemeinden. Zudem geht es aus den folgenden Versen noch hervor, dass Paulus wahrscheinlich mit körperlichen Leiden zu kämpfen hatte. Wie nimmt Paulus diese ganzen Dinge auf und wie er mit dieser Situation umgeht, ist entscheidend. 2. Korinther 12, Vers 9 und 10. Und er hat zu mir gesagt, also Jesus zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Hier liegt ein ganz besonderes Detail. Paulus ist sich bewusst, dass je weniger Einfluss er auf seine Situation nehmen kann, Gott ihm die Kraft schenken wird. Er hat Ruhe, Frieden und Sicherheit, weil er nicht wie gebannt die Probleme fokussiert, sondern weil er den Blick von sich selbst weg hin zu dem lenkt, der alles kontrolliert. Nun müssen wir bei uns sagen, die Masse unserer Aufgaben, Verpflichtungen steht nicht immer in erster Linie mit unserem Dienst für Christus im Zusammenhang. Wir leiden nicht unbedingt Nöte oder Verfolgungen für Christus, nicht immer. Aber auch wenn das nicht die Hauptsache dabei ist, das Prinzip dahinter bleibt gleich. Wir können an diesen Herausforderungen verzweifeln, unruhig werden, manchmal auch schlaflose Nächte haben, weil man sich fragt, wie schaffe ich das bloß? Werde ich bis zu dem Datum damit fertig sein? Kann ich das gut machen? Und genau da heißt es halt auch, lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Was wir auch mal wieder abgeben müssen an Unruhe, ist die Unruhe durch Sorgen und Ängste. In 1. Petrus 5, Vers 7 steht, alle euren Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Ein sehr bekannter Vers. Und interessant bei diesem Vers ist, dass es keine nette Bitte ist, sondern eine Aufforderung. Und hier bietet uns die gegenwärtige Zeit genügend Anhaltspunkte, um diese Aufforderung umzusetzen. Wie ist es zum Beispiel mit der Sorge und der Angst um einen Job? Es ist ein aktuelles Thema. Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin brisant. In der gesamten industriellen Wertschöpfungskette haben wir momentan eine Krise. Ressourcen sind knapp, Preise steigen und das hat einen großen Einfluss auf bestehende Arbeitsplätze, aber auch auf die Stellenangebote. Dann kommt es
kurzerhand zu einer Rationalisierungsmaßnahme und tausende Jobs fallen weg. Das geht in einem großen Unternehmen relativ schnell. Oder die aktuelle Debatte um eine potenzielle Impfpflicht in einzelnen Branchen ist genauso ein Thema. Hier macht man sich wahrscheinlich auch Sorgen, besonders in den Bereichen, wo man mit Menschen arbeitet. Medizin, Pflege oder auch bei den Lehrern und Erziehern. Oder auch in den Jobs, wo man viel direkten Kontakt zu Kunden hat. Wenn man Bedenken bezüglich der Impfung hat, wird man wahrscheinlich nicht besonders zuversichtlich in die Zukunft schauen. Die Sorge und Angst bezüglich des Jobs zieht aber auch finanzielle Sorgen mit sich. Man hat regelmäßige Ausgaben. Kann ich diese noch aufbringen, wenn es meinem oder einem Job kritisch wird? Und wenn die Inflation sich weiter so entwickelt, wie sie es gerade tut, wie werde ich dann meine Lebenshaltungskosten aufbringen? In den USA ist es schon so weit, dass nicht nur die Energiepreise, sondern auch die Lebensmittelpreise explodieren. Wie komme ich über die Runden, wenn es auch hier dazu kommt? Und davon ist realistisch gesehen auszugehen. Ich möchte hier keine Schwarzmalerei betreiben, ich möchte mich auch nicht als Pessimist outen, aber ich denke, es ist eine realistische Perspektive. Und alle diese Sorgen und Ängste sind berechtigt und es ist ja auch völlig normal, dass sie vorhanden sind. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit ihnen um? Versetzen sie uns dauerhaft in Unruhe? Lähmen sie uns in unserem Leben als Christen und in unserem Dienst? Vermeiden sie das, dass wir nachher wieder unsere Arbeit aufnehmen können? Ich denke, dass wir uns ja manchmal wirklich in Unruhe fühlen, auch wenn diese ganzen Sorgen und Ängste über uns ja wie Wellen zusammenbrechen. Aber es gibt eine Ruhe im Sturm. Es ist ein sehr schönes Bild, was in Lukas 8 steht, als Jesus und die Jünger gemeinsam über den See Genezareth gefahren sind, schläft Jesus mitten in einem Sturm. Und die Jünger geraten in Panik und wecken ihn auf mit den Worten, Meister, Meister, wir kommen um. Und während die Jünger in Panik geraten, kann Jesus mitten im Sturm schlafen, weil er weiß, er steht über diesem Sturm. Und genau dieses Prinzip ist so wichtig für uns zu wissen, dass unser Herr Jesus Christus über dem Sturm unserer Sorgen und Ängste steht. Bei Paulus, mal wieder, können wir dieses Prinzip auch sehr gut lernen. Philipper 4, 10 bis 13 sagt er zu den Philippern, ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels, sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das ist echte Ruhe und Sicherheit. Paulus hatte immer wieder allen Grund zur Sorge. Werde ich genug Nahrung haben, wie auch in dem Beispiel vorher? Kann ich meine Lebenshaltungskosten aufbringen oder muss ich den Gürtel wieder enger schnallen? Und Paulus hat diese Sorgen sehr gut abgeben können an den, der für ihn sorgt. Das sehen wir auch im gleichen Kapitel, wo Paulus vorher an die Philipper schreibt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst Gott durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das Ergebnis war dann Zufriedenheit und Ruhe in der Lage, in der er sich gerade befindet. Grund zur Sorge und Angst bietet aber auch der Blick auf die politischen und gesellschaftlichen Umstände unserer Zeit. Freiheiten werden weiter eingeschränkt und die Machthaber dieser Welt können scheinbar alles machen, was sie wollen. Medien kriegen üppige Finanzspritzen von Privatpersonen, natürlich nur um über Fakten aufzuklären. Gutes wird für böse erklärt und böses für gut. So ist man menschenfeindlich, wenn man die biblische Position zum Beispiel zu den Themen Homosexualität und Abtreibung vertritt. Und in all diesen Punkten scheint die Judikative entweder fast machtlos zu sein oder sie vertritt sogar die Position, die sich gegen das biblische Menschenbild richten. Und wir fragen uns, können wir noch unser Leben als Christen in aller Stille und Gottesfurcht leben? Welchen gesellschaftlichen Umständen werden vielleicht die Kinder oder unsere Kinder, wer Kinder hat, kann sich damit identifizieren, ausgesetzt sein? Unruhig blickt man in Zukunft, ungewiss, was noch kommt. Und ich habe hier eine sehr spannende und tröstende Parallele auch in der Bibel gefunden. Micha schreibt in seinem Buch, Micha 7,3, zum Bösen brauchen sie beide Hände, um es ja recht gut zu machen. Der Fürst fordert und dem Richter ist es, um den Lohn zu tun. Der Große sagt, wie er es haben will und danach drehen sie es. Und zur Zeit Michas fand gerade ein großer Umbruch in der Gesellschaftsordnung Israels und Judas statt. Letztendlich war die neue Gesellschaftsordnung durch Habgier, Materialismus und Ausbeutung geprägt.
Reiche wurden immer reicher und Arme immer ärmer. Man konnte seinem Nächsten nicht mehr trauen. Und so kommt es zu dieser Klage Michas. Ein paar Verse weiter lesen wir dann aber folgende Aussage von Micha. Micha 7,7. Ich will aber nach dem Herrn ausschauen, will harren auf den Gott meines Heils, mein Gott wird mich erhören. Und hier findet Micha die absolute Ruhe und die Sicherheit bei dem Gott seines Heils. Er ist sich bewusst, dass sein Gott ein Gott des Heils ist. Deswegen schaut er auch auf zu ihm und ist sich sicher, dass Gott ihn erhören wird. Eine weitere Quelle der Unruhe ist der seelische Schmerz. Der seelische Schmerz, der zum Beispiel entsteht, wenn man ausgegrenzt oder angefeindet wird. Mittlerweile ist das ja auch nicht mehr so ungewöhnlich. Vielleicht kommt das sogar von Menschen, mit denen man sich immer super verstanden hat, Freunde oder auch Familie. Wenn Menschen über einen lästern, weil man Christ ist, wenn man ausgegrenzt wird, weil man nicht geimpft ist und deswegen an einem Einzeltisch sitzen muss, wenn versucht wird, einem das Leben auf der Arbeit zur Hölle zu machen, weil man über einige Themen anders denkt, wenn man nicht alles unterstützt, was andere als gut ansehen. Und das Tag für Tag, Woche für Woche. Und am Wochenende gibt es dann wieder neue Kraft in der BEG. Aber jeder Montag steht wie eine dunkle Wolke am Horizont. Und man ist fast durchgehend in Bedrängnis und unter sozialem Druck. Und hier möchte ich kurz ein Beispiel von David anführen. In 1. Samuel 30 überfallen die Amalekiter Ziklag, die Stadt, wo David mit seinem bereits nicht mehr ganz kleinen Heer und den ganzen Familien gelebt hat. Die Amalekiter entführen alle Frauen und Kinder und verbrennen die Stadt. Und dann steht da, dass David und das Volk, das bei ihm war, die Stimmen erhoben und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Nun war David sehr bedrängt, und das steht auch in 1. Samuel 30, 6, und David war sehr bedrängt, und das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Das heißt, dieser ganze seelische Schmerz, der durchs Weinen zum Ausdruck kommt, wird noch dadurch verstärkt, dass seine eigenen Leute ihn steinigen wollen. Und ich gehe stark davon aus, dass David gebetet hat in dieser Situation. Er hat seine ganze Hilflosigkeit, seine Ohnmacht und seinen Schmerz an Gott abgegeben. Er wendet sich an den Herrn, seinem Gott. Oder auch auf der Flucht vor Absalom. In Psalm 3 sagt er im Vers 6, ich legte mich nieder und schlief, ich bin wieder erwacht, denn der Herr hält mich. Das hatten wir letzte Woche in der Andacht, in der Bibelstunde, Gebetsstunde. David kann da schlafen, trotz seiner Bedrängnis. Er ist gerade auf der Flucht vor Absalom, seinem eigenen Sohn ist sowohl psychisch als auch physisch stark angegriffen. Und trotzdem kann er wohl ruhig schlafen, weil er weiß, der Herr hält mich. Vielleicht kennen wir auch den seelischen Schmerz, der entsteht, wenn wir einen geliebten Menschen verloren haben oder ein geliebter Mensch ist auf einmal sehr krank, vielleicht todkrank. Wie viele Fragen stellt man sich da? Warum er, sie, warum jetzt? Will man da nicht einfach diesem Leiden fliehen, einfach das Ganze nicht mehr wahrnehmen können? Und da können wir uns auch super an Hiob 3 erinnern, wo Hiob, wie vorhin schon beschrieben, den Tag seiner Geburt verflucht und seinen Tod herbeisehnt. Was für ein Trost ist es dann aber auch für uns, wenn Hiob in Kapitel 19 unter diesen so schweren Umständen folgende Worte ausspricht. Hiob 19, 25 bis 27, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Ich denke nicht, dass Hiob in seinen Leiden besonders entspannt war oder ihm das Leben auf einmal wieder Freude gemacht hat. Es hat eine längere Zeit gedauert und es war ein Prozess, der ihn durch Elend und Leid geführt hat. Und nachher segnet Gott ihn ja auch noch mehr als in seinem früheren Leben. Da dürfte er wieder Freude am Leben gehabt haben und am Ende stirbt er ja auch alt und lebenssatt. Aber inmitten seines Leids stützt er sich auf den Einzigen, der ihm helfen kann und der seine Hoffnung ist. Ich kenne eine Familie, da ist ein Kind durch eine Plazentaablösung ein paar Stunden nach der Geburt gestorben. Die Eltern machen gemeinsam mit ihren Kindern auch Fotos mit der Kleinen und dann werden alle lebenserhaltenden Maßnahmen beendet und das Kind stirbt. Trauer und Leid in der gesamten Familie.
Und man kann sich vorstellen, dass eine ganze Menge Fragen unausgesprochen im Raum standen, die alle mit Warum anfangen. Und da sagt der 13-jährige Sohn zur Mutter: Mama, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und das ist ein Beispiel, ein starkes Beispiel dafür, an wem man das Leid und die Trauer abgeben kann. Der Herr gibt Ruhe und Sicherheit. Und auch das Buch Hiob kann uns hier eine wunderbare und gute Hilfestellung geben. Die Punkte aus dem Abgeben der Unruhe haben alle etwas gemeinsam. Die Lösung ist immer, seinen Blick von sich selber wegzurichten und auf den zu richten, der einem helfen kann. Paulus hat das gemacht in beiden Bibelstellen. Micha hat das gemacht. Hiob hat das gemacht und auch David. Und sie geben die Unruhe direkt ab an ihren Herrn, ihren Gott. Ich möchte zum dritten Punkt kommen, das Empfangen der Ruhe. Nun haben wir am Anfang gesagt, dass wir immer zu Empfangenen werden, wenn wir zur Ruhe kommen und dass wir unsere Hände auftun müssen, um Ruhe von Jesus zu bekommen. Wie können wir aber unsere Hände auftun? Wie funktioniert das? Und hier möchte ich zu Matthäus 11, 29 zurückkommen. Da sagt Jesus: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Jesus sagt also, dass wir von ihm lernen sollen, wie er sanftmütig und demütig war, und dass wir dann auch Ruhe für unsere Seelen finden werden. Wie können wir von ihm lernen? Was hat Sanftmut und Demut bei ihm bedeutet? Jesus sagt in Johannes 8, 29, dass er alle Zeit den Willen seines Vaters tut. Wenn wir von Jesus lernen, heißt das, dass wir unser ganzes Leben unter den Willen unseres himmlischen Vaters stellen. Man muss sich mal vorstellen, was es für Jesus bedeutet hat. Sein ganzes Leben war ihm bewusst, welchen Tod er sterben wird und was das für Qualen sein wird. Nur mit menschlicher Kraft kann man das unmöglich ertragen. Und im Garten Gethsemane sehen wir auch, was für eine Belastung das für ihn war, wie ihn das aufgewühlt hat. Er hat zu seinen Jüngern gesagt: Meine Seele ist tief betrübt bis in den Tod. Und dann betet er zu seinem Vater: Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Jesus hat in den schwersten Stunden auf dieser Erde erlebt, was Ruhe und Sicherheit vom Vater bedeutet. Er hat auch die schwersten Stunden erlebt, die jemals erlebt worden sind. Sein Hände auftun war das anstrengendste und schmerzhafteste, das es je gab. Er musste sich zur Ruhe durchkämpfen und es war ein harter Kampf, wie man unschwer der Bibel entnehmen kann. Er war danach auch mit Sicherheit nicht glücklich und völlig sorglos, aber er hat sein Leben unter den Willen des Vaters gestellt und konnte so den Kelch annehmen. Und dann sehen wir, mit welcher Ruhe er den Weg zum Kreuz gegangen ist und wie souverän er den Tod auf sich genommen hat. In Jesaja 53, 7 steht: Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Wir können sehen, wie Jesus im größten Sturm seines Lebens die Kraft und die Ruhe vom Vater bekommen hat. Genauso können auch wir Ruhe bei Jesus finden, unter Druck und viel Stress, unter Sorgen und Ängsten, unter seelischen Schmerzen. Jesus gibt denen, die zu ihm kommen, Ruhe, die einen dazu befähigt, weiterzugehen. Nun sind wir an Raum und Zeit gebunden und unterliegen dadurch auch den äußeren Umständen unserer Zeit. Auf diese haben wir oft keinen Einfluss. Wir müssen also mit ihnen leben und immer wieder bei unserem Herrn zur Ruhe kommen, um Kraft für alle Herausforderungen zu bekommen, die noch vor uns liegen oder in denen wir uns gerade befinden. Und das möchte ich gerne in drei Prinzipien formulieren, wie wir das angehen können. Erstens, wende deinen Blick von dir selber ab und werde dir Gottes Allgegenwärtigkeit und seine Allmacht bewusst. Psalm 139, 5 sagt: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Die Frage ist, ob wir uns dieser Tatsache immer bewusst sind. Lerne von Jesus und stelle dich immer wieder aktiv unter den Willen deines himmlischen Vaters. 1. Petrus 5, 6 bis 7. Da steht nämlich, bevor Petrus sagt, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch, steht da so: Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das heißt, wenn wir unsere Sorge auf unseren Herrn abwerfen, dann demütigen wir uns damit, dass wir zugeben, wir können es selber nicht tragen und wir geben es ab. Öffne deine Hände und empfange Ruhe von Jesus, indem du sein Wort und seine Verheißungen
für dich in Anspruch nimmst. In Psalm 119, 38 sagt der Psalmist, erfülle an deinem Knecht dein Wort, das denen gilt, die dich fürchten. Und dazu ist es hilfreich, zum Beispiel Verse mit Verheißungen Gottes auswendig zu lernen oder sich diese aufzuschreiben, vielleicht auch auf einem Zettel bei sich zu haben und immer wieder sich daran zu erinnern, was in Gottes Wort steht, welche Verheißung er uns gegeben hat, damit wir bei ihm zur Ruhe kommen können. Ich möchte gerne noch mit einem Beispiel und einer anschließenden Zusammenfassung schließen. Im Jahr 1871 wird Chicago durch ein schweres Feuer verwüstet. Rund 300 Menschen verlieren ihr Leben und über 100.000 ihre Heimat. Ein Opfer dieser Katastrophe ist Horatio Gates Spafford. Er verliert bei diesem Brand sein gesamtes Kapital. Als Anwalt hat er in Immobilien investiert, die nun nicht mehr existieren. Doch weitaus schlimmer für ihn ist, dass ebenfalls sein einziger Sohn in diesem Inferno stirbt. Trotzdem setzt er sich für die Menschen der Stadt ein, die obdachlos, verarmt und verzweifelt sind. Nach etwa 2 Jahren will er mit seiner Familie eine Reise nach England unternehmen, um später Europa zu bereisen. Spafford wird aber durch einen Geschäftstermin aufgehalten und schickt seine Frau und seine 4 Töchter mit dem Schiff voraus. Dieses Schiff kollidiert jedoch mit einem englischen Segelschiff. Es sinkt innerhalb kürzester Zeit, seine 4 Töchter sterben. Seine Frau ist eine der 47 Überlebenden dieses Unglücks. Er macht sich sofort auf den Weg zu ihr. Und Horatio Gates Spafford hat menschlich gesehen allen Grund, Gott anzuklagen, aber trotz all diesen Schicksalsschlägen, die ihm und seiner Frau widerfahren sind, hält er an Gott fest. Ja, er lobt ihn sogar. Sein Glaube bewegt ihn dazu, von sich selbst auf Gott zu schauen. In all diesen Geschehnissen wird Horatio Gates Spafford dazu inspiriert, 1876 das Lied »Wenn Friede mit Gott« zu schreiben. Und anhand dieses Beispiels können wir sehr gut auch die Zusammenfassung machen. Ruhe zu haben oder zur Ruhe zu kommen, heißt nicht, dass in unserem Leben alles glatt läuft und wir keine Sorgen oder Ängste oder Schmerzen haben. Ruhe zu haben heißt, seine Unruhe an Jesus abzugeben und den Blick von sich selber auf Jesus zu richten. Dann können wir Ruhe von Jesus empfangen, indem wir von ihm lernen, unser Leben immer wieder unter den Willen unseres himmlischen Vaters zu stellen und sein Wort und seine Verheißung für uns in Anspruch zu nehmen. Dann bekommen wir auch die Ruhe, die uns neue Kraft für unser Leben schenkt. So wie Spafford, der nach diesen ganzen Schicksalsschlägen 1881 mit seiner Frau nach Jerusalem ging, um dort Menschen zu helfen, und so kamen einige Juden und Muslime durch ihn zum Glauben. It is well with my soul. Und da können wir sagen, Ruhe in Frieden, aber lebendig. Ich möchte dieses Thema gerne abschließen mit einem Gebet. Unser Herr, wir danken dir, dass du uns diese Perspektive in deinem Wort gibst, dass auch wenn manchmal Stürme von außen auf uns einbrechen und wir uns manchmal wirklich unter Wasser gedrückt fühlen und manchmal auch die Decke auf den Kopf fällt, dass du uns Ruhe geben kannst, die uns dazu befähigt, weiter unseren Weg in deine Nachfolge zu gehen. Und Herr, wir möchten dich immer wieder bitten, dass du uns diese Ruhe gibst, dass du uns dazu befähigst, in unserem Leben immer wieder auch auf dich zu schauen, von dir zu lernen, wie du dich unter den Willen deines Vaters gedemütigt hast, gestellt hast. Und ja, so wollen wir es auch tun. Bitte segne uns im Tun deines Wortes. Amen. Amen. Wir singen jetzt passend dazu das Lied, Wenn Friede mit Gott.